Herzlich willkommen zu Maskenlos, der Podcast für dein selbstbestimmtes Leben. Ich bin Christine Raschke und möchte dich ganz, ganz herzlich nach meiner Gründungspause zurück zu diesem Podcast begrüßen. Wie du wahrscheinlich gemerkt hast, es gab mehrere Wochen nichts von mir zu hören. Das hat einfach den Grund, dass ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe, mich selbstständig gemacht habe und dort den Fokus ganz klar drauf hatte. Aber jetzt bin ich zurück, mein Business läuft jetzt gerade an und ja, ich möchte diesen Podcast natürlich nicht ganz aus den Augen verlieren und möchte dir heute einfach in dieser Folge sagen, warum heute ein wundervoller Tag ist. Heute ist ein guter Tag. Woher ich das weiß? Na, jeder Tag ist ein guter Tag. Okay, jetzt denkst du, Christine, echt jetzt? Wie kommst du zu der Annahme? Woher willst du wissen, wie mein Tag ist? Hast du noch niemanden verloren oder hattest du nie einen Tag, an dem einfach alles schiefgegangen ist? Natürlich geht auch in meinem Leben nicht alles glatt. Und ja, auch ich habe schon Menschen verloren, Streit gehabt, finanziell nicht mehr weiter gewusst und so weiter. Aber was macht einen Tag für dich zu einem guten oder schlechten Tag? Wie und vor allem wann bewertest du deinen Tag? Und das Wann ist hierbei für mich das entscheidende Kriterium. Das Kriterium, das für mich alles geändert hat. Die meisten schauen am Ende eines Tages zurück und reflektieren, wägen ab, wie viele gute oder wie viele schlechte Dinge einem widerfahren sind, was für Entscheidungen getroffen wurden, was für Konversationen stattgefunden haben, welchen Herausforderungen man sich stellen durfte und ob man sie gemeistert oder eben nicht gemeistert hat. Im Nachhinein einen Tag zu bewerten, ist schwierig, denn man ist vielleicht noch von Emotionen geladen, die über den Tag sich so angestaut haben oder gerade von dem Letzten, was am Tag passiert ist. Was für mich alles verändert hat und die Rate meiner guten Tage extrem in die Höhe schießen ließ, war die Entscheidung, schon am Morgen, beim Aufwachen, zu entscheiden, heute ist ein guter Tag. Manchmal sage ich direkt so, heute ist ein großartiger Tag, um Videos aufzunehmen. Wenn ich weiß, an dem Tag habe ich das zu tun. Oder heute ist ein großartiger Tag, um Zeit mit meiner Familie oder mit Freunden zu verbringen. Heute ist ein großartiger Tag, um Zeit mit mir selbst zu haben. Was auch immer ich mir vielleicht für den Tag vorgenommen habe, egal was kommen mag, heute ist ein guter Tag. Und warum ich das schon am Morgen beschließe? Wenn du schon mit so einer positiven Einstellung in den Tag hineingehst, was meinst du, wie stark nimmst du dann noch kleinere negative Dinge wahr? Nimmst du sie überhaupt noch wahr? Und wie bestärkend nimmst du die positiven Dinge, die passieren, wahr? Das war für mich ein absoluter Life-Changer. Das war etwas, ich weiß gar nicht, wann ich dazu kam. Es war einfach, ich hatte ein Dankbarkeitstagebuch geschrieben und irgendwie kam ich zu diesem. Ich habe überlegt, okay, welche Glaubenssätze hast du vielleicht noch, an denen du arbeiten möchtest? Dachte ich so, hey, warum gucke ich immer nur nach meinen schlechten Glaubenssätzen? Warum will ich immer nur daran feilen und Dinge lösen? Und wie sieht es eigentlich mit meinen guten Glaubenssätzen aus? Was habe ich eigentlich da oder was kann ich da noch stärken? Und ich habe gemerkt, ich habe an sich schon so diese Einstellung gehabt, alles, was mir widerfährt, passiert aus irgendeinem Grund. Alles, was ich, jede Herausforderung, der ich mich stellen darf, macht mich stärker und alles geschieht irgendwie aus einem Grund. Ich bin verantwortlich für mein Leben und kein anderer. Keiner kann entscheiden, kein anderer Mensch kann entscheiden, ob mein Tag gut oder schlecht ist. Das kann nur ich. Und warum dann nicht schon so einen Tag hineingehen mit, heute ist ein guter Tag? Probier es gerne mal aus. Vielleicht dauert es ein bisschen, bis du dir selber glaubst. Vielleicht dauert es auch ein bisschen, bis du so das über den Tag im Kopf behalten kannst. Was ich gemacht habe, als ich das so immer weiter bei mir so reingebrannt hat, dass ich gerade an stressigen Tagen diesen Glaubenssatz anderen übergestülpt habe. Ganz frech, muss ich gestehen. Zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft als Bezirksleiterin habe ich mir meine Filialteams geschnappt und das Gleiche zum Beispiel auch gemacht, wenn ich als Gruppencoach bei einem Seminar dabei war. Ich habe mir die Gruppen geschnappt und denen das ganze Prinzip erklärt und dann habe ich gesagt, heute ist ein und sie mussten guter Tag antworten.
Das haben wir so richtig hochgespielt, bis wir eigentlich fast alle nur noch geschrien haben. Und sie durften erst aufhören, wenn ich jeden einzelnen von ihnen geglaubt habe. Und das kannst du natürlich auch mit dir im Spiegel machen. Erzähl dir einfach morgens direkt im Badezimmer, heute wird ein guter Tag. Probier es einfach mal aus und erzähl mir gerne, ob sich etwas bei dir getan hat. Wie gesagt, bei mir war das ein riesen Life-Changer, meinen Tag schon zu bewerten, bevor er stattgefunden hat. Und dadurch mich einfach stark zu machen gegen alles, was kommt, gegen alles, was mir irgendwie widerfahren kann, gegen jeden Stress, jeden Streit. Das macht mich einfach stärker und gelassener. Gelassener trifft es, glaube ich, auch, weil ich so eine Grundzufriedenheit drin habe. Ja, probier es gerne einfach mal aus. Und das war's auch schon mit der heutigen Folge. Es war ein Quick and Dirty. Und ich freue mich auf nächste Woche. Nächste Woche Sonntag kommt wieder eine Folge. Es wird jetzt wieder regelmäßiger sein. Und ja, hab eine schöne Woche. Wir sehen uns, wir hören uns dann.